Schau, ob Melinda daheim ist. Hallo, hey, Melinda, alles klar? Wieso ist denn... Oh, fuck! Sie haben seine Beine verloren! Hilfe, Hilfe! Das ist Vivi, Happy Tree Friends. Oh, shit. Wir bauen heute ein bisschen Lego, und zwar Animal Crossing, der Besuch von Melinda. Und mit mir dabei ist Michelle. Ich bin ein großer Fan von Animal Crossing und habe gefunden, ich muss das Lego-Set unbedingt ausprobieren. Zusammen mit dem Ramon, perfekt. Ich gehe mal auf die Seite. Oh wow, look, das ist schon praktisch zusammengebaut. Da haben sie wie so einen Schritt schon übergangen. Ach. Was ist das Konzept von Animal Crossing? Du hast eigentlich deine eigene Insel, die du aufbaust. Also du hast zuerst ein Zelt und deine Nachbarn haben auch alle nur ein Zelt. Und dann fängst du an aufzubauen. Du sammelst Geld, du kannst fischen, Muscheln sammeln. Ja, aber also die Anleitung ist ja schon... wie soll man sagen? Es ist eine Teile pro Seite. Das ist damit ein bisschen krass ausgesehen. Das ist Kita-Niveau. Da eignet sich jetzt mega gut das Trinkspiel. Immer, weißt, man kann ja pro Seite einen Schluck trinken und wenn du dann eben so viele Seiten hast, dann lohnt es sich. Kannst du auch einfach trinken. Also Teile hat wirklich nicht viel. Also, nein, schon, es sind wenig Teile. Aber ich finde es schon mal herzig mit dem Kürbis und dem Röbli. Ja. Ich habe schon gerne so Spiele, wo irgendwie so Open World ist, wo du nicht wirklich, weißt, wo kannst du einfach gut erkunden gehen, wie so halt bei Zelda. Das ist eigentlich bei Animal Crossing auch. Aber ein bisschen unterfordernd. Eben, es ist unterfordernd. Also ich habe wie so das Gefühl, ja, jetzt habe ich den Baum mal geschüttelt, das ist ein Äpfel runtergekommen. Und jetzt habe ich dort mal noch irgendwie so etwas aus dem Boden rausgegraben. Und das muss ich jetzt einfach für immer machen. Ja, das Ding ist eben, es ist schon eher ein meditatives Spiel, finde ich. Es ist nicht so mega überfordernd und du kannst eigentlich nicht wirklich etwas falsch machen. Und du kannst halt wie dir so viel Zeit geben, wie du willst und wie du brauchst. Aber da gibt es ja mega viele andere Spiele, die besser sind, die da auch. Sorry. Ja, das stimmt. Also Handheld-Sachen sind einfach die, die ich am liebsten spiele. Eben so wie auf der Switch oder auf dem DS. Dass du nicht musst am Computer hocken wie da. Du musst halt schon 2-3 Stunden sicher gespielt haben, damit du mal eine Baugabe überkommst. Ich glaube, so die erste grosse Aufgabe ist, dass du wie 3 Häuser musst, einrichten musst. Also das heisst, du musst Holz hacken, du musst Später bauen, du musst Schränke bauen, irgendwelche Aussensachen. Das finde ich auch so. Also... Ah, das hast du auch schon zusammengesetzt. Ja, come on, ist please. Also, aber hey, ist okay, weißt, die Zielgruppe ist ja auch... Ja, Zielgruppe, aber nein. Wer spielt Animal Crossing? Ja, wer spielt Animal Crossing? Gute Frage. Ich zum Beispiel. Würdest du das Set kaufen? Es gibt eben, glaube ich, schon einen coolen Vibe. Die Idee von Animal Crossing ist ja, dass du dir selber Sachen aufbaust. Und das machst du ja beim Lego-Spielen auch. Also ja, eigentlich schon. Hast du es einfach in real life übergezogen. Und du musst nicht jeden Tag warten, bis irgendwie ein Haus... Wenn du zum Beispiel dein Haus vergrößern willst, musst du einen Tag warten, bis es ja nachher quasi grösser ist. Ah, es ist in Echtzeit? Es ist Echtzeit, ja. Du hast eigentlich wie das, so Sport und das Datum, das du bei dir hast, ist quasi auch im Game. Das ist natürlich herzig. Es ist mega cool und es ist auch so, zum Beispiel die Öffnungszeiten der Läden sind dann auch dementsprechend von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 10 Uhr. Aber dann gibt es auch so Momente, wo du sagst, hey, du musst noch mehr um 4 Uhr zocken, weil dann etwas passiert. Eigentlich weisst du eben eh nicht immer so genau, was passiert oder so. Von dem her, ist eigentlich easy, wenn du einfach am Tag durchgehst, damit du in die Läden kannst. Und damit du deine Nachbarn besuchen kannst. Es ist sehr creepy, wenn du sie in der Nacht gehst besuchen, was schlafen. Aber hast du auch dann nachher irgendwelche Beziehungen, die du aufbaust mit denen? Eigentlich nur so freundschaftlich. Also du kannst ihnen Geschenke machen. Das sind ja Tiere, also willst du wie so ein... Ja. Animal Crossing, I don't know. Es fehlt noch so ein grüner Sektor. Das fällt. Und gut, schwimmen kannst du ja auch, gell? Das oh ja, ich habe mal letztens gerade einen Taucheranzug gekauft. Jetzt kann ich sogar gut tauchen. Ah, das ist jetzt einfach so ein bisschen das Fundament, das wir haben vom Häuschen. Der geht fast so lange wie im Game. Hey, ja, schon nicht so spannend zum Zusammenbauen. Es ist etwa gleich meditativ wie das Spiel. Nein, also ich finde schon, Lego ist bei mir schon etwas Meditatives. Aber es muss gleich ein bisschen fordern. Ich komme halt irgendwie erst so nach einer Stunde, zwei intensives Ding, kommst du so rein, da bist du mehr am Blättern, als wirklich irgendwie am... Ja, es ist ein bisschen mühsam, das alles auf einer Seite irgendwie nur immer... Also bis jetzt haben wir ungefähr das Fundament. Die coolsten Figuren haben wir halt schon. Das ist, ich finde das immer das Geilste, zum Figuren zu machen. So Minifigures von Lego, das ist nochmal ein Game für sich selber. Da hebt sie halt auch noch ein bisschen von anderen Herstellern ab, weil ich meine, so Lego-Steuer, das Patent ist schon wie abgelaufen, da können andere Hersteller genauso machen. Und jetzt gerade bei Animal Crossing, wo es so viele verschiedene Bewohner gibt, du kannst hier glaube ich bei alle zum Sammeln, ja. Und es gibt halt viele Leute, die eigentlich nur auf die Figuren gehen. Ja, das und da treibt dann halt irgendwie den Preis auf, wenn du das Set musst kaufen. Um die Figur zu bekommen. Wenn du fertig gezockt hast, oder also du bist jetzt keine Ahnung, aber im 9. musst du ins Bett schicken.
Oder? Nein, voll nicht. Du kannst einfach aufhören jederzeit. Also du musst nicht, wenn du am nächsten Morgen anfängst, so, oh Scheiße, ich habe vergessen, zu mein Bett zu schicken, und dann ist so mega überbürdet, statt noch draußen im Garten. Nein, so, so realistisch ist es zum Glück nicht. Anna, die Tiere sind ja noch. Wo sind die? Da weiß ich gar nicht. Ah, du kannst selber entscheiden. Oh, wie cool! Kannst du sagen, willst blaue Fenster oder willst braune Fenster? Hast du nachher wirklich so da mega Mühe gegeben, dass die Insel schön aussieht, oder hast du einfach drauf los? Ja, ich habe mir mega Mühe gegeben. Ich habe meinen eigenen kleinen Garten gemacht mit so ganz vielen Blümchen. Dann habe ich extra auf einer anderen Insel Kokosnüsse geholt, dass ich Palmen anpflanzen kann. Und dort habe ich eine kleine Lagerführung gemacht und Fackeln, damit es ein bisschen schön aussieht in der Nacht. Man kann es schön machen, man kann einfach auch random überall alles aufstellen. Aber ich glaube, da ist auch nicht so der Reiz. Jetzt muss ich überlegen, was es sonst da gibt von Nintendo. Mario. Den Bowser habe ich mal noch zusammengebaut, der ist cute. Gibt es so ein Lego-Set, das so das grösste ist, das du je zusammengebaut hast? Es gibt zum Beispiel den Eiffelturm. Der ist schon irgendwie über einen Meter hoch. Aber so langweilig zum Zusammenbauen. Weil, ja. Also wenn der Eiffelturm ja anschaust. Es ist grau, und du baust alles viermal. Es ist wie so ein bisschen. Wie her, wenn das Dach. Melinda hat noch ein Bild von einem anderen Hund mit einer Gitarre. Ah ja, das ist Musik. KK heisst die Band. Das gibt wirklich ja, das ist auch ein Plattenspieler, den du kannst kaufen kannst oder wo du vielleicht mal überkommst und dann kannst du auf denen kannst Musik kaufen und drauf spielen lassen. Eigene Musik kannst du nicht irgendwie dazu tun? Nein, irgendwie nicht. Das fände ich noch geil. Ich glaube bei Nintendo, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Dort kannst du selber Musik aufnehmen und dann im Game abspielen. Ja, das finde ich cool. Das ist geil, ja. Aber du kannst deine eigenen Designs machen für Kleider. Das finde ich noch geil. Oh, das ist aber nice. Ich habe meine eigenen Nirvana-Shirt gemacht. vielleicht ist es eine Küche oder so, die wir bauen. Ah, Snook Phone kommt noch. Das ist jetzt aber erst beim neuen Game. Das war früher noch nicht. Ah, da ist Snook Phone. Genau, hast dein eigenes Smartphone, das du kannst brauchen. Und dann hast du so Apps drauf, eben wie deine Bastelanleitungen. Oder du kannst Fotos machen. Oder die Fauna und Flora. Wie bei Pokémon kannst du so sammeln. Ja, der Pokédex. Der Pokédex. Hey, also ist schön, dass es bedruckt ist alles. Also wenn jetzt da noch Klebbildchen wären, das wäre geil. Das finde ich auch mega assi, dass sie es da machen. Jetzt, wo ich vorhin immer denke, boah, mega cool, Klebbildchen, dann kann ich selber noch etwas machen. Aber es ist so eine Gegelete. Hey, es ist halt egal, wie müde du bist, es ist immer irgendein schief oder es ist irgendwie etwas stimmt immer nicht. Und das ist ein schade, ja. Oh, und es hat so, ja, und Muffins, wirklich, und die Garten. Das ist jetzt aber so das, wo ich einmal nicht so Bock drauf habe, da irgendwelche Blümchen. Und dann hast du eben noch gesagt, gibt es ja noch den Dodo Airlines. Genau. Und mit der kannst du eigentlich wieder eine andere Insel bereisen. Ja, voll, das ist jetzt irgendwie neu in diesem Game. Da jetzt bei Wild World hat es das noch nicht gegeben. Und dann kannst du einfach du kannst so Nook Meilen sammeln, indem du eben verschiedene Sachen machst auf der Insel. Eben wie Angeln und so, da gibt alles Punkte. Ja. Und mit diesen Punkten kannst du nachher so ein Flugticket kaufen. Das ist dann auch, wenn zum Beispiel von deinen Freunden halt in Real Life in seine Insel besuchen willst, musst du auch mit Dodo Airlines dort hergehen. Da kannst du auch mit Dodo Airlines, dort musst du aber einfach, du brauchst kein Ticket. Dort okay. Einfach zu da bin ich aber wieder gut, dass du nicht zuerst irgendwie mega viel farmen, dass du irgendwie Geld bekommst, dass du nachher deine Kollegen kannst besuchen kannst. Es wäre hure assi. Aber ich finde es geil, da kannst du wirklich einfach so. Aber du musst auch Kollegen haben, ich habe keine. Niemand, der Animal Crossing spielt. Sonst haben wir es, glaube ich, so weit. Dann kommt einfach noch ein Baum. Ah, schau, du kannst im Baum rein, kannst das Geld rein tun und wenn du ihn schüttelst, dann kommt das Geld raus, so wie im Game. Aber es ist doch schon, irgendwann hast du wie alles gemacht. Also klar, du hast vielleicht noch nicht alle Lebewesen. Es ist irgendwann schon ein bisschen repetitiv. Und dann ist es einfach, dann geht es einfach nur ums Grinden, dass du wirklich alles sammelst. Ja, voll. Aber du bist eigentlich immer allein in deinem Haus. Ja. Das klingt jetzt mega traurig. Ja, auch ein bisschen sad. Hey, that's it, wir sind durch. Und da sind jetzt eigentlich noch die ganze Stadt, die ganze Insel, die kannst bauen. Das ist aber eigentlich schon cool. Schau, du kannst sogar Geburtstagsfeten machen. Mit Radio. Dann kannst du da deine KK-Musik machen. Also ich höre, du bist gehuckt. Ja, ich finde es herzig. Ich finde, es ist genauso herzig eigentlich wie das Game. Es ist so ein bisschen, nicht wahnsinnig die Challenge, wie beim Spiel auch. Und gleich hast du die herzigen, coolen Sachen, an denen du kannst freuen und deine Zeit ein bisschen vertreiben. Und ein bisschen Pleasure haben. Es kostet, glaube ich, irgendwie 30-40 Franken ein Set. Wenn alle 5 bauen würdest, ja, dann bist du halt schnell mal bei
Bei 150, ja. 180 Stutz. Aber dann kannst du dir jetzt so wünschen zum Geburtstag und dann zu Weihnachten und dann zu Ostern und dann hast du eigentlich schon fast alle. Das finde ich aber wieder geil. Besuch bei Melinda. Besuch bei Melinda. Genau. Kann man machen. Kann man machen.